Hi, hier ist Chris von ASS, ich bin ein Auto.de. Wir überarbeiten aktuell unseren Antragsprozess für euch. Angefangen haben wir bei der kurzfristigen Liste und was wir genau gemacht haben, das gucken wir uns jetzt einfach zusammen an. So, wir starten einfach auf unserer Webseite. Wir befinden uns im Autoangebot in der kurzfristigen Liste. Vielleicht ein paar Worte zur kurzfristigen Liste. Bei uns könnt ihr Autos auf zwei Arten bestellen. Zum einen könnt ihr Fahrzeuge ganz regulär bestellen, die werden für euch gebaut. Oder ihr könnt Fahrzeuge von unserer kurzfristigen Liste nehmen. Diese Fahrzeuge existieren schon, die stehen entweder bei Händlern bereits oder kommen demnächst zu einem Händler und sind deswegen einfach schon verfügbar und ihr könnt sie auswählen und entsprechend abholen. Daher auch der Unterschied bezüglich der Standorte. Unsere kurzfristige Liste ist nach Standorten sortiert. Wir suchen uns jetzt mal den Opel Mokka aus. So, wir möchten ihn reservieren und hier seht ihr schon den ersten Unterschied. Ich kann auswählen, ob ich Bestandskunde oder Neukunde bin. Neukunde ganz regulär, ihr müsst einmal eure sportliche Berechtigung nachweisen. Für Bestandskunden seht ihr, wenn ich anklicke, ihr könnt ein Zusatzfahrzeug auswählen oder ein Folgefahrzeug. Zusatzfahrzeug ist analog zum Neukunden. Ihr müsstet wieder eure sportliche Berechtigung nachweisen, indem ihr Sportart, Funktion auswählt und danach kommt ihr ganz normal durch den Prozess. Wir möchten jetzt aber ein Folgefahrzeug auswählen und hier kommt schon der erste Unterschied. Kurzfristige Fahrzeuge müssen entsprechend des angegebenen Liefertermins übernommen werden. Bitte beachte diesen. Ganz wichtig, was ich gerade schon kurz angerissen habe, das Fahrzeug steht bereits irgendwo oder steht demnächst irgendwo. Das bedeutet, wenn da steht 14 Tage, dann muss es auch nach 14 Tagen abgeholt werden. Ihr könnt also nicht 4 Monate auf das Fahrzeug warten. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns aber gerne anrufen. Die Telefonnummer steht hier, E-Mail steht ebenfalls hier. Meldet euch bei uns und wir helfen euch gerne weiter. Wenn ihr auf Verstanden geklickt habt, seht ihr drei Felder, eure Kundennummer, Vorname und Nachname. Das sind die einzigen Infos, die wir von euch brauchen. Alle anderen Daten haben wir ja bereits. Das heißt, ihr müsst hier nur entsprechend eingeben, könnt auf Weiterklicken und seid dann schon bei der Bestellübersicht und seid in einem ganz normalen Prozess, ohne nochmal eine Berechtigung eingeben zu müssen. Für wen ist das relevant? Ganz einfach für Leute, die kurzfristig ihr Auto haben möchten. Das heißt, ihr habt eventuell gekündigt und seht aber doch noch auf der kurzfristigen Liste ein Auto. Dann könnt ihr hier einfach eure Kundennummer eingeben, wie gesagt Name und Vorname. Und dann geht das problemlos für euch weiter. Wir können dann die Kündigung entsprechend zurücknehmen. Ihr könnt das nächste Auto übernehmen, kein Problem. Wichtig an der Stelle nur, ihr müsst das Auto noch fahren. Also wenn ihr schon gekündigt habt und ihr seid 2 Jahre nicht mehr bei uns, könnt ihr hier nicht mehr eure Kundennummer eintippen. Die ist nämlich dann deaktiviert. Wenn ihr vor 2 Jahren zum Beispiel bei uns gekündigt habt, dann müsst ihr hier natürlich wieder Neukunde anklicken und könnt ab da ganz unkompliziert unseren Service wieder in Anspruch nehmen. Das war unser überarbeiteter Antragsprozess für die kurzfristigen Fahrzeuge. Wir bleiben natürlich am Ball und versuchen für euch, unseren kompletten Prozess so zu überarbeiten, dass ihr möglichst einfach an euer Auto kommt. Wir halten euch up to date. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.